Geh los? Geh los. Ja Leute, was geht? Neue Episode Ecke Rolis World. Wir haben ein ganz geiles Programm auf jeden Fall diese Woche. Es ist Dienstag. Ich bin in Westerwald zum Lukas. Wir gehen jetzt erstmal in eine Schule. War Lukas mein Stichwort? Der Manager. Nee, wir haben auf jeden Fall erstmal vor heute Abend noch eine schöne Runde Golf. Mit Paul, den lernt ihr gleich kennen. Endlich lernt ihr die Legende Paul mal kennen. Ja, und morgen und Donnerstag stehen ja die Benzin-Days an. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Deswegen, ja, wir gehen jetzt erstmal schön noch eine Abendrunde machen. Die Work-Life-Balance, die verbessern wir hier. So, los geht's. In diesem Sinne, los geht's. Abend, oder? Ja, ja. Paul. Hi. Das ist der Paul. Oh, herrlich. Nicht nervös sein, Paul. Ich bin lange nervös. Das gefällt mir hier. Ich spiele auf jeden Fall mit den Schlägern. Ich habe eigentlich schon eigene, aber ich habe keinen Bock zu tragen, zu schieben heute. Deswegen, der Paul ist so nett und lässt mich seine mitbenutzen. Lukas geht ja nicht, weil der ist Linkshänder. Ja. Nee, nur hier. Ich mache alles mit rechts. Bei mir ist schon rechts eigentlich generell... Nee, das ist doof. So ein Lebensmotto. Ich bin halt hier Linkshänder, weil ich habe das beigebracht bekommen. Früher mit dem Eishockey habe ich auch links gespielt, weil mein Dad links spielt. Und deswegen ist das für mich halt ein komplett fremdes Gefühl, wenn ich rechts einen Schläger halten muss, kriege ich im Kopf nicht auch hin. Also. Macht er immer. Sein Ding. Das war klar. Das ist doch wunderbar. Guck mal, wo stehen die? Ja, hinten. Guck mal, die links wieder in den Spind, aber ist doch wunderbar. So, es gibt jetzt doch Golfkarts, ja, damit wir nicht laufen müssen. Lukas hat geregelt, der Manager halt einmal. Der Manager hat mal gekümmert hier. Alter. Der hat versucht aufzuschließen. Nein, ich habe geguckt. Ja, er hat versucht aufzuschließen. Nein, ich habe nicht. Die 5 und die 8 haben wir. Die 5 und die 8. Es gibt Gründe, warum ich mit Lukas noch nie in einem Kart fahre. Die wissen auch noch nicht, was sie sich angetan haben. Mit mir so ein Kart fahren ist wie Mario Kart fahren. So wie die Leute aussehen, gehen so Etepetete, so ist das auch alles. So als Motocrosser liegt man eigentlich schon immer relativ falsch hier. Hier, hast du keinen Handschuh? Ja, nee, ich muss mir vom Lukas einen Handschuh regeln. Ich habe Schande über mein Haupt. Izzy, die Freundin von meinem Bruder, hat mir zu Weihnachten einen Handschuh geschenkt und ich habe ihn vergessen, nicht du, Lidl. Oh. Ja, ich denke schon. Ich wusste gar nicht, dass wir hier im Zirkus sind. Doch, mir war relativ schnell klar, dass wir hier im Zirkus sind. Wenn du jetzt einen Chip in machst. Einfach schön Chip in hauen worden. Na, aber bitte nur chippen und nicht pitchen. Ja. Das ist Puttinggrün. Nee, Golfer sind nicht spießig. Golfer sind ganz locker. Jetzt die Verwarnung bekommen. Nee, ey, alles gut. Gefangen. Also jetzt nochmal für Deutsch. Was heißt das jetzt? Hier nicht drüber böddeln oder? So ein Golfgrün ist ein sehr empfindliches Gras. Und man soll halt hier auf diesem Grün normalerweise nur putten, also nur kurzes Spiel üben. Wenn du den natürlich, hochfliegen lässt, stellt er natürlich das Grün ein und dann Spätzer. Also hier nicht ein Burnout draufziehen mit den Golfkarts eher. Burnout, also du darfst hier keinen Burnout machen. Hier wiederum am Vorgrün gar kein Problem. Gar kein Problem. Hier verboten, kein Problem. Hier tut man ja den Ball rein, um den Ball zu reinigen. Das ist so unangenehm. Das sind nämlich so Golfbälle für absolute Anfänger und Amateure. Ja, die sieht man halt sehr gut. Ich habe halt eine Sehhilfe, ist ja nun mal so. Ganz ehrlich, mir tut das weh, da drauf zu gucken. Das bitte nehmen. Ja, jetzt pass auf. Okay. Also hier tut man halt den Ball rein, um den Ball sauber zu machen, gell? Und hier ist der lustige Funfact, da brauchen wir YouTube-Werbung. Scheiße. Einmal mit Kohlen. Und dann im Zirkus muss auch immer im Hintergrund, muss auch im Hintergrund noch jemand jonglieren. Kann gut sein. Kann man das eine Runde hat der es geschafft, zwei oder drei Schläge einfach zu verlieren. Wir kommen nach Hause. Ja, Stefan, nee, wir waren schon hier unten. Wir haben das hier unten festgestellt. Wir sind nämlich mit dem Pickup nochmal auf den Platz gefahren. Das heißt, Stefan, hier fehlen Schläger. Ja, dann laufe ich nochmal los. Das kam mit keinem Schläger wieder zurück. Doch, einen habe ich wieder gefunden. Ja, aber er hat sie alle bezahlt, von daher ist mir das egal. Ah, siehste, geht schon los hier mit der Kamera. Ja, wie man sehen kann, Übung macht den Meister. Schön. Sag
Aber brauche ich irgendwie eine bessere Sehhilfe? Was soll ich sehen überhaupt nicht? Okay, Bros, geht nochmal los. Willst du mit auf den wilden Ritt? Ja, gerne. Ja, müssten wir mal Fahrwerk zu Thomas bringen. Aber geht vorwärts hier. Komm mal, hier können wir mal runtersetzen. Kommen wir mal vorwärts hier rein. So, das ist halt der Grund, warum die mir nicht so oft die Karts geben. Kopf hochgegangen. Sobald du irgendwie den Kopf falsch hebst oder ein bisschen aus den Knien rausgehst oder so, ist schon scheiße. Ich hab's nicht ganz übers Wasserloch gepackt. Ich würde den Ball. Oh, da liegt er doch, Mensch. Dort ist der Ball in der Linie, oder? Mach doch erst. Ich kann auch gerade reinmachen. Mach ich gerade rein. Ah, ärgerlich. Zur Erklärung, jedes Loch hat so ein Paar, so eine Vorgabe. So dass zum Beispiel so ein Paar 5, das heißt, dein Ziel sollte es sein, mindestens nur 5 Schläge hier zu brauchen. Das heißt, wenn du Paar spielst, bist du schon relativ gut. Ja. Hat jetzt nicht stattgefunden. 4, 5, 6 Schläge auf dem. Was ist das hier für ein Paar? 5. Paar 5. Oh, guck mal, nur ein drüber. Gar nicht mal so schlecht. Das ist quasi wie als würdest du. Lass mich mal einen Vergleich zum Crossen. Ja, wie als würdest du auf die Bestzeit so eine Sekunde haben in der Quali. Kann ich mitleben. Ist bestimmt immer noch Top 3. Wir werden verfolgt. Wir sollen nicht einfach ausbremsen. Jetzt müssen wir uns wieder benehmen, jetzt sehen uns hier wieder Leute. Was zur Hölle ist das denn für? Was würdest du denn sagen? 7. Eine 7? Ist, glaube ich, wirklich kein schlechter Call. Sag ich ja. Soll ich mal eine 7 spielen, Finn? Absolut keine Ahnung von dem Spiel. Nicht ganz getroffen, würde ich sagen. Aber wir kullern zum Ziel, wir kullern übers Ziel. Wir kullern gut. Oh, war aber auch eine knappe Kiste. Bei dem Loch auf jeden Fall stark angefangen und dann stark angefangen. War nicht so. Ja, weißt du warum? Ich hab einen Anschluss in die Ecke rollt. Genau. Das ist quasi mein erster schlechter Schlag. Oh, look. A penny. Der lag da. Die stehen jetzt da hin, schlagen da ab. Und dann soll der Ball da rein, im besten Fall. Jetzt geht's in den Märchenwald. Zeige ich dir mal, wo ich mich in den Hasen nehme. Ich bin von der Kupplung abgerutscht, Entschuldigung. Das hat keine Kupplung. Du warst jetzt wirklich so klein. Ich würde es ja gerne mal auf Kamera zeigen, gell? Aber ich weiß nicht, ob du Weitwinkel fotografieren kannst. An diesem Loch gab es mal einen sensationellen Schlag. Wir haben hier vom Abschlag 301 Meter bis zum grünen Anfang. Es gab hier mal einen Schlag vom Bastian Schellenberger. Darf man den Namen einfach so sagen? Ja, oder? Ist ja gute Werbung für ihn, oder? Gute Werbung, ist gute Werbung für ihn. Der hat hinters Grün geschlagen. Man sieht das Grün von hier wahrscheinlich gar nicht. So weit ist das. Und da ist gleich auch ein Schild. Gucken wir uns gleich an. Unfassbar weiter Schlag. Über 300 Meter. Unmenschlich. Da hat zwei getroffen. Keine Ahnung, warum die uns nie die Karts geben. Also hier oben ist wirklich der Abschlag für die normalen Spieler. So weit, weit da unten.
da ist immer der Abschlag für Kinder oder Anfänger, wo der Lukas halt normalerweise dann abschlägt. Für Schwule und Matrosen. Für Schwule und Matrosen. Deswegen habe ich einen Bootsführerschein. Boah. Vor, oder? Boah! Scheißdreck, das Ding fliegt perfekt. Ja, egal, lieber einmal zu viel laufen. Junge, Alter, ich könnte Golfpro werden, ey. Da würde ich mehr verdienen als bei der DM Open. Weißt du, worauf ich mich schon freue? Gut drauf. Morgen früh. Jim. Alter. Oh, das kommt auch auf die Cam. Das ich werde da quasi die Stangen so krumm biegen, Alter. Was machst du morgen früh? Arbeiten, gell? In the hole! Fuck. Stefan? Der Sandexperte. Viel Sand, ja. Hier ist viel Sand, da hast du recht. Trittstone, Schaufel, was sonst? Ich kenne das. Es ist viel Arbeit. Sehr, sehr viel Arbeit. Okay. Alter! Schönes Ding, Luca. Für mehr Tipps. Alter Junge, bist du dran? Kann man da was kaputt machen mit Rasen oder so? Kann man da was kaputt machen? Also wenn du auf der Driving Range zu weit rechts spielst, kannst du auf jeden Fall in einen Parkplatz. Ja, er muss ja auch mal. Ja, deswegen. Nee, müssen wir dir auf jeden Fall mal die Welt des Golfens beibringen. Machen wir. Den holen wir uns. Paul! Da liegen hier viele. Yes, quasi. Also man darf die aber nicht wieder aufsammeln, oder? Nein. Hm. Auf eigene Gefahr finden darfst du die einsammeln, ja. Aber wenn du dich dazu entscheidest, die einzusammeln, kommen auf einmal aus allen Löchern hier Golfer gesprungen und die stellen sich dann alle hier hin und schlagen ab. Aber kannst es ja mal riskieren. Das sind die von der Familienpizza, die in der Mitte, die Pizza zusammenhalten. Genau. So, Golf-Coaching hier mit Paul Hüsch. Hüsch Werbetechnik übrigens. Könnt ihr mal googeln, was da war. So die Hand dazu. So. Nehmen wir jetzt mal die Dinger aus der Hand. So. Schön im Sonnenuntergang. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier scharf gestellt sind. Okay, ja. Okay. Und dann einfach. Immer schön auf den Ball so, gucken. Lass mal ein bisschen in die Knie. Nimmst du leicht, gell? Ja. Jawohl. Und jetzt ist er süchtig danach. Da machst du jetzt. Das ist ja wirklich gar nicht so leicht. Ich denke mir hier so, boah, die Golfer alle, ne? So, aber. Ja, wir sind nicht verkehrt, was wir da machen, gell? Was ist dein Abschlussstatement? Also Leute, Golftour ist vorbei. War ein wirklich schöner Abend. Sehr schön. Hier Abend auf dem Dreifelder Golfplatz. Danke für die Hospitality. Golfkarts waren gestellt. Nur ein Kursrekord für die ersten 9 haben wir auch aufgestellt. Also nach oben, nicht nach unten. Und ne, war cool. Und wir machen jetzt Häme. Geht's noch grillen? Ja, habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Ja, aber vielen Dank an den Club. Cool, dass wir das hier machen durften. Yes. Den geben Fall sich hier sehr viel Mühe für Nachwuchs und so. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Anlage, kann ich jedem nur empfehlen.